Eventuell kennt ihr noch diese Kinderserie von früher mit diesem Intro. Davon, meine Damen und Herren, gibt es eine Online-Version. Ist das nicht spitzenmäßig? Nein. Zocken ohne Ende, Fragen über Fragen, das pure Spielvergnügen. Da geht doch die Laune direkt hoch. Genau. Spaß beiseite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir spielen heute 1, 2 oder 3. Wir können hier bestimmte Themenfelder auswählen, wie beispielsweise alle Themen Natur, Umwelt, Menschen, Kultur, Essen. Ich mag Essen. Ich würde allerdings sagen, dass wir uns erstmal alle Themen hier auswählen. Und hier links wählen wir dann einen Schwierigkeitsgrad aus. Da haben wir nämlich leicht, mittel und schwer. Da würde ich sagen, nehmen wir Mittel. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen in schwerere gehen. Dann würde ich jetzt auch ganz einfach mal auf Starten klicken und wir sehen schon, was ist der Vorteil von Aluminium beim Fahrradrahmen. Die Zeit läuft hier jetzt ab. Leichteres Gewicht, härteres Material oder kommt ohne Lackierung aus? Ich würde sagen, leichteres Gewicht. Und meine Antwort ist natürlich richtig. Ich, meine Freunde, ich bin schon so häufig Fahrrad gefahren. Ich habe die Tour de France 4000 Mal gewonnen. Natürlich weiß ich sowas. Warum pinkeln Kamele nur einen Liter pro Tag? WTF, sie schwitzen den Urin größtenteils aus, um Feinden ihren Standort nicht zu verraten, um Wasser zu... Ich würde sagen, um Wasser zu sparen. Oder? Ja! Freunde, ich war 20 Jahre in meinem Leben war ich selber ein Kamel, deswegen kann ich die Frage natürlich auch simpel beantworten. Halt's Maul. Wie wird beim Bowl bzw. Petanke die kleine Zielkugel genannt? Kuh, Sau oder Esel? Ich würde sagen, Sau. Keine Ahnung. Oh! Freunde! Ich meine, ich habe so oft Bowl gespielt oder Panteke, das ist doch klar, dass ich das weiß. Was ist das überhaupt? Schwebefliegen haben ähnliche Farben und Muster wie Wespen, Papageien oder Zebras. Schwebefliegen. Ich würde sagen, wie Wespen. Was? Freunde! Natürlich war ich auch eine lange Zeit in meinem Leben selber als Schwebefliege unterwegs in den Weiten des Meldes. Aber ich halte jetzt auch mal meine Fresse. Das sieht doch schön aus. Hier alle Fragen bisher richtig beantwortet. Aber okay. Ratten können lachen. Ratten, die viel lachen, bevorzugen die Gesellschaft von Ratten, die gut kitzeln können, die komisch aussehen, die auch viel lachen? Was geht ab? Freunde! Ich hab bisher alles richtig. An der Stelle muss ich allerdings auch anmerken, dass die meisten meiner Freunde selber Ratten sind. Von daher war das auch relativ easy für mich. Was leitet Glas besonders gut? Licht, Wärme oder elektrischen Strom? Ich würde sagen, Glas leitet Licht. Ja. Ich meine. Ja. Genau. Warum blitzt es bei Gewitter? Weil die Wolken schneller fliegen als erlaubt ist, weil am Boden Stromleitungen explodieren oder weil so die Elektrizität aus den Wolken zum Boden geleitet wird. Natürlich das letzte, Freunde, ihr wisst es, es ist auch wieder richtig. Ich war selber lange Zeit als Wolke unterwegs, kurz nachdem ich die Schwebefliege war. Was sind die Vibrissen beim Hund? Reißzähne, Zehen oder Tasthaare? Ich würde sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich würde sagen, es sind die Reißzähne, weil, meine Damen und Herren, ich war noch nie als Hund unterwegs, deswegen konnte ich das nicht wissen. Meine Freunde sind Ratten. Alter, toll, wie soll ich denn wissen, was die Vibrissen beim Hund sind? Wie heißt das Wahrzeichen von Kopenhagen, Alter? War ich hier in Kopenhagen oder was? Ariel, kleine Meerjungfrau oder Wassernix? Ich würde sagen Ariel. Oder? Komm, sag's mir. Scheiße! Da war ich aber auch noch nie. Unglaublich, du bist ein richtiger Quiz-Profi. Deine Ur... Das ist doch nicht deren Scheiß Ernst. So sehen Sieger aus. Tolle Leistung. Das ist ja super, Freunde. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier Essen auswählen. Und wir lassen die Schwierigkeit mal einfach auf Mittel. Ich klicke mal auf Start. Warum ist es wichtig, viele unterschiedliche Sachen zu essen? Weil der Körper verschiedene Stoffe braucht, weil Essen sonst langweilig werden würde. Weil von einer Sorte Lebensmittel nicht genug vorhanden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, eins, weil der Körper verschiedene Stoffe braucht, ist natürlich logisch. Ich für meinen Teil esse den ganzen Tag nur Pizza, aber auf Pizza sind ja auch verschiedene Sachen drauf. Welche Nährstoffe sind für die Energielieferung zuständig? Fett und Kohle. Kohlenhydrate, Eiweiß und Vitamine sind für die Energielieferung. Ich würde sagen Fett und Kohlenhydrate. Das ist auf jeden Fall richtig, nämlich ein... Ich bin so gut! Was ist ein falscher Hase? Falschgeld, Kaninchen oder Hackbraten? Ich würde sagen Falschgeld. Oder ein Kaninchen? Fuck!
Das ist ein Hackbraten. Was passiert, wenn wir mehr Kohlenhydrate zu uns nehmen, als wir brauchen? Sie bleiben so lange unverdaut im Magen, bis wir wieder Energie brauchen. Sie werden unverdaut wieder ausgeschieden, sie werden eingelagert, wir nehmen zu. Das ist das, was ich mal tun sollte. Und das ist auch richtig. Aber ich bin dünn wie ein Kackarsch. Okay. Was ist eine flotte Lotte? Ich würde sagen, das ist eine Biene. Oder eine Tänzerin? Oder ein Küchengerät? Oder eine Tänzerin? Ich sag aber, es ist eine Biene. Und es ist richtig. Falsch. Digga, was? Warum können die Mineralstoffe aus Mineralwasser besonders gut aufgenommen werden? Weil sie durch Wasser aufquellen, besser kann, weil man es nicht kaut, sondern sind, weil es schon im Wasser gelöst sind, so kann der Was für schade, ich hatte nicht mal Zeit, mir das durchzulesen. Thailand ist weltweit der größte Markt für die Durianfrucht. Wieso ist sie in vielen Hotels verboten? Weil die stinkt. Sie ist safe, safe. Sie wird auch als Stinkfrucht bezeichnet. Da habe ich mit Baxter mal ein Video zugemacht. Oh mein Gott. Und es ist richtig, Stinkfrucht. Woo! Was wurde in einem Henkelmann transportiert? In einem Henkelmann wird, glaube ich, Essen transportiert, weil das ja das ist, wo man das hochheben kann. Und das ist natürlich richtig. Freunde, weil ich selber immer von meinen ganzen Butlern Essen in einem Henkelmann bekomme. Unglaublich, du bist ein richtiger Quiz-Profi. Deine Urkunde mal anschauen. Wow, gut gemacht. Beim nächsten Mal wird's noch besser. Willst du mich verarschen, Alter? An der Stelle würde ich das Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Habt ihr Bock auf mehr solcher 1, 2 oder 3 Quizzes? Weil ich meine, da gab es ja unglaublich viele verschiedene Kategorien. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, meine Damen und Herren, dann lasst mal 50.000 Likes da. Es ist eine sehr große Like-Anzahl, aber dadurch sehe ich, dass ihr das geil findet und dass ihr das wollt. Und sonst, meine Damen und Herren, sind wir jetzt an einer Stelle angekommen, wo nicht ich jetzt etwas sagen werde, sondern das übernimmt jetzt der liebe Antoine. Antoine, kannst du es mal kurz sagen? Verpiss dich, okay?